Seit 2015 ist Ann-Christine Sportsoldatin bei der Bundeswehr. Ihr Zuhause ist seitdem die Sportschule der Bundeswehr in Warendorf. Ich bin letztes Jahr über den Bundeskader in die Sportfördergruppe der Bundeswehr aufgenommen worden. Ich hatte mich beworben, wurde dann nochmal vom Landestrainer vorgeschlagen. Dann bin ich hierher gekommen mit meinen 4 Pferden und seitdem reite ich hier unter der Betreuung von Sebastian Lange-Hahnberg immer 2-mal in der Woche Dressur. Und einmal bin ich im Springunterricht bei Fritz Luther und einmal im Monat fahre ich dann ja immer noch zu Nicole Uphoff. Durch das Förderprogramm von Equiva erhielt Ann-Christine vor 3 Jahren die Möglichkeit zum Training mit der 4-maligen Olympia-Goldmedaillengewinnerin. Durch Nicole bin ich auch einfach hier, kann man ganz einfach sagen. Also sonst wäre ich auch vor 3 Jahren durch L-Dressur geritten. Mittlerweile habe ich jetzt 8 S-Siege hinter mir. Das ist Wahnsinn, sonst wäre ich ja niemals hier. Ann-Christines Aufgaben bei der Bundeswehr sind vor allem Reiten und die Versorgung ihrer Pferde. Ich fange morgens um 7 an. Dann müsste ich die Boxen und die Pferde fressen, schon mal ihr Kraftfutter und ihr Heu. Und ich mache dann hier soweit alles erstmal fertig im Stall, bereite schon mal alles vor für den Tag. Dann fange ich auch an zu reiten. Das Training ist Dienst. Das heißt, wenn ich trainiere, leiste ich meinen Dienst. Grundsätzlich wird jede Soldatin oder jeder Soldat, der in die Spitzensportförderung hineinkommt, in größtmöglichem Ausmaß für den Spitzensport freigestellt. Nichtsdestotrotz muss jeder eine Grundausbildung absolvieren, die im Vergleich zu einer normalen Grundausbildung ein wenig moderater ist. Und dann je nach Verpflichtungszeit und Laufbahn muss ich als Spitzensportler auch noch den ein oder anderen militärischen Lehrgang durchlaufen. Sportliche Erfolge, aber auch Pferde, die dem Reiter zur Verfügung stehen, sind Voraussetzungen für die Laufbahn als Spitzensportler bei der Bundeswehr. Die Bundeswehr selber verfügt nicht über Reitpferde. Also muss der Sportler selber dafür sorgen, dass er die mitbekommt. Es gibt da keine Mindestvoraussetzung, wie viele Pferde ich zur Verfügung haben muss. Auch das entscheidet dann der Reiter oder die Reiterin zusammen mit dem nationalen Verband. Anni ist zurzeit mit 4 Pferden bei der Bundeswehr untergebracht. Das ist mein 5-Jähriger, der Jüngste. Er ist Feines Heines. Und ist so mit meinem Nachwuchspferd. Wir haben jetzt schon zusammen Dressurpferde L gewonnen. Ein paar Eignungen sind Springpferde A gegangen. Und ist auch so der Ruhepol von den 4. Das ist mein 6-Jähriger, also mein 2. 6-Jähriger. Mit ihm reite ich auch Dressurpferde L. Wir haben schon ein paar Lektionen in Dressurpferde M in Anspruch genommen für uns. Also Traversalen macht er ganz gut. Und im Umgang ist er ein ganz artiges Pferd, kommt mit den anderen gut klar. Springen ist jetzt nicht so seins, vielleicht mal ein Cavaletti, aber das war es dann auch schon wieder. Ori, du bist ja heute auch echt wie gemalt, ne? Das aktuelle Top-Pferd hört auf den Namen Rio de Janeiro und bildet mit Ann-Christine seit 6 Jahren ein Team. 2016 konnten die beiden bereits einige Siege in der schweren Klasse verbuchen. Der 6-jährige Sir Salvatore gehört erst seit wenigen Monaten zu Ann-Christines Sportpartnern. Der Hengst hat großes Potenzial und konnte sich in diesem Jahr bereits mit der Sportsoldatin für das Bundeschampionat qualifizieren. Nach fast 10 Jahren ist Ann-Christine wieder die erste Dressurreiterin auf dem Gelände der Sportschule. Dass die Ann-Christine Arnold jetzt seit langer Zeit mal wieder die erste ist, liegt sicherlich an den Verfahrensweisen und Mechanismen des Verbandes. Der Verband nominiert die Spitzensportler für die Förderung innerhalb der Bundeswehr. Sie ist natürlich ein super Aushängeschild und wird den Weg ebnen, dass wir auch jetzt weitere Dressurreiterinnen und Reiter bekommen. Häufiger vertreten sind die Spring- und vor allem Vielseitigkeitsreiter in Warendorf. Für die Dressurreiterin ist dies jedoch kein Problem. Die Hindernisse auf den Plätzen oder in der Halle bindet sie einfach hin und wieder in ihr Training ein. Alle meine jungen Pferde müssen immer mal springen, sei es über Vielseitigkeitssprünge oder über normale Sprünge.
was den unheimlich gut bekommt. Also dadurch werden sie auch unglaublich locker und können immer schön im Dressurviereck ihre beste Leistung zeigen, weil sie ja auch nicht so kuckig sind. Und der Erfolg gibt ihr recht. Mit allen Pferden ist Ann-Christine zurzeit sehr erfolgreich unterwegs. Auch wenn der Spitzensport nun ihr Beruf ist, achtet die 19-Jährige darauf, ihre Pferde nicht zu überfordern. Zurzeit gehe ich schon oft auf Turniere, aber ich probiere immer, meine Pferde nicht jedes Wochenende loszuschicken, damit sie auch mal ein bisschen Pause haben und nicht so wirklich über die Uhr gedreht werden, weil es ist ja schon immer wieder was anderes und was Aufregendes für die Pferde. Und vor allem, ich habe ja 2 6-Jährige und 1 5-Jährigen und die müssen dann nicht jedes Wochenende laufen. Also ich versuche sie qualitativ gut einzusetzen, anstatt quantitativ irgendwie mal loszufahren. Klar, es ist der Bundeswehr wichtig, dass man auf Turniere fährt. Man soll sich auch präsentieren. Und wenn man dann auch zu großen Turnieren fährt und man da gut ist, dann ist das auch immer wieder ein Aushängeschild für die Bundeswehr, dass es auch wirklich gut läuft hier. Als nächstes steht für Ann-Christine innerhalb der Bundeswehr eine Ausbildung zur Pferdewirtin auf dem Plan. Und wir sind uns sicher, auch das wird sie mit Bravour meistern.